Herzlich willkommen zur Station 64, eurem Echo-Podcast aus Südhessen. Letzte Woche habe ich es schon angedeutet, diese Woche haben wir es umgesetzt. Dieser Podcast, die 8. Folge der Neuauflage der Station 64, ist ein kleines Special anlässlich der Wahlkampfveranstaltung der AfD in Darmstadt, in der Orangerie und der Gegenbewegung, dem Fest der Vielfalt, das von einem Bündnis aus 30 Parteien, Gewerkschaften, Organisationen und generell Gruppierungen initiiert wurde. Mit dabei waren laut Polizei 3000 Teilnehmer, laut den Veranstaltern 5000, treffen wir uns also in der Mitte sagen, es waren in etwa 4000 Menschen, die sich am Mittwoch gegen die AfD und deren Gedankengut ausgesprochen haben. Das Ganze klang dann in etwa so. Und wie ihr hören könnt, war ich wirklich mittendrin. Das heißt, ich bin auch mit um 16 Uhr auf den Luisenplatz gegangen, um mir das Ganze mal anzusehen, um anzugucken, wie die Menschen drauf sind, wie sie durch die Straßen marschieren und habe davon ein paar Eindrücke für euch gesammelt. Ich war aber nicht die Einzige, es waren noch andere Kollegen vom Echo da, die sich unter anderem das Fest der Vielfalt, Jochen Patschs Rede, aber eben auch die AfD-Veranstaltung an sich angehört, angeguckt und darüber dann natürlich auch noch geschrieben haben. Nachdem das Fest der Vielfalt etwa 2 Stunden lang durch die Stadt gezogen ist, das heißt am Luisenplatz wie verabredet um 16 Uhr mit einigen Kundgebungen und einer kurzen Vorbereitungssammelphase angefangen hat, nach Bessung an die Orangerie zu wandern, hat sich das Ganze am Rand der Orangerie dann etwas verteilt, weil die Polizei wirklich probiert hat, die Wege ruhig zu halten, die Menschen voneinander zu separieren und auch nur wirklich AfD-Anhänger, Unterstützer, Interessenten in den Park an die Orangerie selbst zu lassen. Alle anderen haben sich dann, also alle Teilnehmer des Fest der Vielfalt, haben sich dann außen herum positioniert, wo dann auch noch weiter Musik gespielt wurde, wo es Getränke gab, wo die Menschen einfach gemeinsam gefeiert haben. Was so ein bisschen der Hintergedanke davon war und wie der Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen Patsch von den Grünen, das wahrgenommen hat, hat er meinem Kollegen Frank Horneff dann auch nochmal im Interview gesagt. Ja, es ist wirklich ein Bundesfest, ein Fest, das unsere Stadt charakterisiert. Es sind viele unterschiedliche Gruppen hier, es sind christliche Vereinigungen hier, Gewerkschaft, die Asten der Universität, Parteien, Wählervereinigungen, viele Menschen, die hier zusammengekommen sind, gesagt haben, wir feiern hier, wir lassen uns durch die AfD oder durch andere Parteien hier nicht durcheinander bringen. Wir feiern hier gemeinsam ein Fest und bringen damit zum Ausdruck, dass unsere Stadt durch Vielfalt und Internationalität immer gewonnen hat, über all die Jahrzehnte. Dass das uns weiterbringt, dass das uns herausfordert, uns immer wieder vor die Herausforderung stellt, neue Ideen zu entwickeln. Die Universitäten, die großen Unternehmen in unserer Stadt sind alle international ausgerichtet. Und es macht auch Spaß, in Bessung, im Martinsviertel, in der Waldkolonie, in der Heimstätte, in der ganzen Stadt unterwegs zu sein und immer wieder neue Menschen zu treffen und zu sehen, wie vielfältig unsere Stadt ist. Wo ein erfahrener Politiker wie Jochen Patsch relativ besonnene Worte findet, waren die Teilnehmer der Demo, der Gegendemonstration, die Teilnehmer des Fests der Vielfalt, teilweise ein bisschen direkter. Und wurden sowohl während der Demo, also sobald es so ein bisschen näher an die Orangerie, als auch vor dem Gebäude der Orangerie in Darmstadt selbst und das eben auch während der AfD-Veranstaltung. Während die AfD drinnen mit Anlass, also mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst in Hessen, ihre Wähler, ihre Neuwähler, die Interessenten versuchte, von ihrem Wahlprogramm zu überzeugen, redeten draußen nicht nur Politiker auf den Bühnen, es waren auch andere Organisationen, die ihre Redner auf diese kleine mobile Bühne schickten, mit der das Fest der Vielfalt unterwegs war. Das hat sich dann etwa so angehört. Die Familien waren immer auch AfD-Leute zu sehen. Kein Wunder. Die selbsternannte Demo für alle, die zeitweise tausende Rechte und Fundamentalreligiöse aus ganz Deutschland mobilisierte, um Stich gegen Homosexuelle zu protestieren, wurde aus dem Büro der AfD-Frau Beatrix von Storch heraus organisiert. Schon 2014 erklärte ein Aussteiger, dass sich die AfD an Migrantinnen, Asylsuchenden und sexuellen Minderheiten austoben wolle.
Wie man hier hört, ist es wirklich keine Pöbelei gewesen, die da jetzt auf der Bühne veranstaltet wurde. Es war keine Diffamierung, sondern es waren sehr viele Redner. Hier zum Beispiel ein Vertreter der LGBTQ-Community, die sich mit der inhaltlichen Seite der AfD und ihrer Gegenbewegung auseinandergesetzt haben. Ich habe unter anderem mit Rebecca gesprochen, einer Teilnehmerin des Fests der Vielfalt, die mir erklärt hat, was ihr daran wichtig ist und weshalb sie an diesem Mittwoch bei immerhin über 30 Grad vor der Orangerie stand. Was hat euch denn heute hierher quasi getrieben? Weshalb seid ihr heute beim Fest der Vielfalt? Ich bin heute hier, weil ich finde, dass Vielfalt einfach natürlich ist und außerdem auch etwas super Schönes. Was kritisierst du denn am meisten bei der AfD? Die Toleranz gegenüber Minderheiten, aber auch überhaupt die Familienpolitik und dass sie halt ihre Wählerinnen auch oft verarschen. Und so tun wir, als wenn sie sich einsetzen würden für die, ach so, deutschen Menschen, aber eigentlich ist das gar nicht der Fall. Also man sollte halt einfach mal nachlesen und dann sieht man, dass da ganz viel Schrott steht. Es gab wirklich wenige Stellen, an denen die AfD-Anhänger und die Demonstranten aufeinandertreffen konnten. Wenn das aber der Fall war, hat sich das dann manchmal so angehört. Wir dürfen nicht näher, ihr dürft nicht näher. Natürlich sind in Anführungszeichen Pöbeleien oder irgendwelche Zurufe immer wenig schön, aber in angesichts dessen, dass es vermutlich eher Leute aus dem linken Spektrum oder zumindest mit einer den AfD-Anhängern sehr entgegengesetzten Meinung waren, die sich mit ihnen auseinandergesetzt haben, dem Moment, ist es doch sehr friedlich abgelaufen. Den Eindruck hat auch mein Kollege. Am Telefon ist mein Kollege Frank Honneff, den ich letzte Woche schon in der Station 64 dabei hatte, weil er uns ein bisschen über die Vorbereitung des Fests der Vielfalt als Reaktion auf die AfD-Veranstaltung in Darmstadt erzählt hat. Frank, du warst am Mittwoch auch mit dabei. Wie war es denn? Wie hast du die Veranstaltung wahrgenommen? Was waren deine Eindrücke? Ich war am Mittwoch mit dabei mit vielen Kollegen aus unserer Lokalredaktion. Wir haben das Fest der Vielfalt begleitet und mussten auch zur AfD. Ich war ab dem späten Nachmittag um 16.30 Uhr in der Orangerie oder wollte in die Orangerie. Ich bin zunächst nicht eingelassen worden von den Security-Leuten der AfD, die wollten mich nicht reinlassen, auch der Presseausweis hat er wenig genutzt. Ich habe mir dann einen Polizisten an die Seite geholt, der mich dann in die Orangerie gelassen hat. Weitere Kollegen hatten diese Schwierigkeiten auch, aber dann wurden die von der AfD organisierten Sicherheitskräfte wohl darüber informiert von der Polizei, was Pressefreiheit heißt, dann hat das funktioniert. Wir hatten in Darmstadt am Mittwoch wirklich ein sehr beeindruckendes Fest der Vielfalt. Die Polizei spricht von 3.500 Menschen mindestens. Andere, die Veranstalter, sagen 5.000. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber Darmstadt hat sich da wirklich sehr, sehr vielfältig gezeigt, sehr bunt, sehr offen, international, liberal. Das war ein starkes Zeichen. In der Orangerie selbst bei der AfD dürften es so 350 Leute gewesen sein. Und wenn man diese Relation sieht, ist klar, dass die Mehrheit in Darmstadt ein ganz starkes Signal gesetzt hat. Und das haben wir berichtet, begleitet mit Texten, mit Online-Reportagen. Es war eine starke Stadt, hat sich da gezeigt, ja. Was war denn dein Eindruck? War das jetzt eine runde Veranstaltung? Wurde es da irgendwie aggressiv? Gab es Pöbeleien? Hast du da irgendwas mitbekommen? Aggressiv würde ich das nicht nennen. Nein, es war eine rundum friedliche Veranstaltung. Es war natürlich laut. Es gab Trillerpfeifen, vor allem als Herr Gauland angereist ist und aufgetreten ist. Im Vorfeld vor der Orangerie wurde skandiert, ganz Darmstadt hasst die AfD. Es war alles in allem aber friedlich. Es gab nicht irgendwie Ausschreitungen oder sowas. Das haben wir alle auch nicht erwartet, denn Darmstadt hat ja schon mal bewiesen, es gab vor 6 Jahren, glaube ich, ist es her, da hatte die NPD mal eine Veranstaltung auf dem Luisenplatz. Auch da war Darmstadt mit der Kommunalpolitik auch sehr stark. Es war ein breites gesellschaftliches Bündnis, Parteien, Gewerkschaften, Organisationen, die Kirchen. Nein, es war ein friedliches, ein buntes Fest, starkes Signal, wie gesagt.
Das freut uns ja jetzt auch gerade in Anbetracht der anstehenden Hessenwahlen, der Landtagswahlen, dass es auch zu so einer Zeit dann noch friedlich ablaufen kann. Jetzt gibt's aber im Nachgang ja schon einen kleinen Aufreger, was heißt klein, eigentlich einen ziemlich großen Aufreger, denn es wurde ja eine Grünen-Politikerin bedroht. Kannst du uns da erzählen, was da vorgefallen ist? Die Meldung ist ja noch ganz frisch. Ja, das ist ein ziemlicher Hammer, was da im Nachgang passiert ist. Nicole Fröhlich, die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin von den Grünen, eine sozial sehr engagierte Frau in Darmstadt, wurde bedroht. Ihr wurde ein Brandanschlag auf ihr Haus angedroht von Unbekannten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Und ja, das ist so etwas im Nachgang, was den friedlichen Verlauf ein kleines bisschen trübt, denn das starke Engagement der gesellschaftlichen Gruppen hat schon gezeigt, dass die Mehrheit in Darmstadt gegen das ist, was die AfD propagiert. Wenn dann im Nachgang eine Kommunalpolitikerin, wie gesagt, sozial auch sehr engagiert in Darmstadt, so bedroht wird, ist das schon bitter. Zeigt aber auch, mit wem man es da letztlich zu tun hat. Und selbst wenn es Trittbrettfahrer waren, ist das nicht zu entschuldigen. Das ist dann die Saat, die gesät wird, wenn Menschen wie Gauland auftreten. Das sage ich so klar, ja. Danke, Frank, dass du uns nochmal eine Woche schon nach der letzten Folge, wo wir uns mit dem Vorgang und der Planung des Fests der Vielfalt beschäftigt haben, nochmal deine Eindrücke vor Ort geschildert hast. Ich hoffe, dass es bei der nächsten Veranstaltung wieder so friedlich abläuft. Und ja, vielleicht werden wir uns in der Station nochmal mit dem Vorfall, mit der Drohung gegen die Grünen-Politikerin in Darmstadt beschäftigen. Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass es bereits im Vorfeld einige Aufregung gab um einen Angriff auf die Orangerie mit Buttersäure. Das heißt, ein kleines Fenster wurde mit einem Gefäß mit einer buttersäureartigen Substanz eingeworfen, die es nicht wissen, ich wusste es persönlich auch nicht, bis ich meinen Vater, der Chemikant, das gefragt habe nochmal. Buttersäure ist ein extrem schwelender, ein stinkender, beißender Geruch. Das heißt, es ist nicht unbedingt schädlich. Einige Menschen können dagegen eine Allergie haben, aber dieser Geruch lässt sich sehr, sehr schwer entfernen. Und genau darunter mussten dann auch die Unterstützer der AfD, die Teilnehmer an der Veranstaltung in der auch sehr heißen Orangerie dann leiden. Die Stadtverwaltung hatte sich zuvor dafür eingesetzt, den Raum zu reinigen. Ganz gelungen ist das aber dem Geruch meiner Meinung nach zu urteilen nicht. In Anbetracht der vermutlich politisch motivierten Drohung gegen die Grünen-Politikerin Nicole Fröhlich, also das ist eine Formulierung der Polizei und nicht meine, ist es schon sehr ironisch, mit welchen Worten die AfD-Veranstaltung am Mittwochabend eröffnet wurde. Das war nämlich folgende. Wir von der AfD, und das ist wohl nicht nachvollziehbar, sind in jedem Fall gegen jegliche Form von Gewalt, die in dieser Form von vielen Medien sogenannten Aktivisten und nicht kriminellen Elementen zugeordnet werden. Unser Ziel ist eine gewaltfrei gelebte Demokratie, in der auch konservative Kräfte ihren Platz finden sollen und finden werden. Das garantiere ich. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Anschuldigung, dass die Drohung gegen die Grünen-Politikerin Fröhlich noch nicht komplett aufgeklärt wurden. Wie gesagt, das ist ja auch noch eine sehr neue Meldung. Allerdings wurde in dem Schreiben, in der Drohmail, der klare Bezug zum Fest der Vielfalt und der klare Bezug zu ihr als Unterstützerin des Fests der Vielfalt deutlich. Von daher sind wir gespannt, wie der Staatsschutz, der inzwischen eingeschaltet wurde, ermitteln wird. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Station 64. Das war die 8. Folge, eine Spezialfolge zum Fest der Vielfalt als Gegenreaktion zu der AfD-Veranstaltung in der Orangerie Darmstadt. Nächste Woche geht's ganz normal wieder weiter mit unserem Wochenrückblick in der Station 64, dem Podcast für Südhessen.